Hallo Frau Olivette, Ja, guten herzlich Tag. willkommen an der Akademie der Gesundheit, hier im Skills Center, wie Sie sehen. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen, weil Sie in dem Prozess der Berufsanerkennung uns einen ganz wichtigen Einblick geben, um den Prozess aus der Sicht einer philippinischen Pflegefachkraft zu sehen. Und das Interview soll dazu dienen, um verschiedene Aspekte zu beleuchten aus dem Bereich der Pflege und aus dem Bereich der philippinischen Kultur. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute da sind. Aber vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Okay, also danke nochmal für das Interview und dass ich diese Möglichkeit habe, mein Land und meine Leute vorzustellen. Mein Name ist Giovanna Olivette, ich komme aus den Philippinen, Manila, die Hauptstadt, da wo alles chaotisch ist. Aber ich bin hier in Deutschland in 2016 gekommen und da habe ich auch meine Kenntnisprüfung hier in der Akademie gehabt. Und da am Anfang habe ich bei einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet in Charlottenburg und da für über ein Jahr und dann ich habe den Job gewechselt. Jetzt arbeite ich für fast auch 2 Jahren in dem Klinikum auf der Intensivstation. Schön. Ja. Schön. Ja, herzlich willkommen. Ja. Meine erste Frage wäre aus dem Bereich Pflege und zwar würde ich von Ihnen wissen wollen, wie muss man sich einen Tag als philippinische Krankenschwester vorstellen? Was ist das Besondere an der philippinischen Pflege, vielleicht auch im Vergleich zur deutschen Pflege? Vielleicht können Sie da einfach mal so uns mitnehmen auf eine gedankliche Reise, einen Tag in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Also dazu möchte ich erstmal anfangen, mit den Krankenhäusern in den Philippinen. Also es gibt bei uns städtische und private Krankenhäuser. Ja. Und den Unterschied merkt man schon mit den beiden mit staatlich und privaten Krankenhäusern. Ja. Ja. Also meistens bei den städtischen Krankenhäusern, sie sind schlecht so mit dem Wort selbst, also bei uns. Wie alle wissen, Philippinen ist ein dritter Welt, also da fehlen viel bei uns Material und Geräte und Technologie. Das merkt man in staatlichen Krankenhäusern. Aber bei privaten Krankenhäusern, also manche sind eigentlich gut. Da ist eigentlich Material genug. Das Philippinen nicht so reich, also viele Leute sind eigentlich arm und sie leisten nicht in diesen privaten Krankenhäusern, weil bei uns, die meisten sind nicht versichert mit der Krankenkasse und wie hier in Deutschland das alles krankenversichert, genau. Wie hier in Deutschland sind alles bezahlt und so, das bei uns gibt es gar nicht. Deswegen kommen viele Leute in staatlichen Krankenhäuser. Und dazu komme ich jetzt zum, damit man unterscheiden sich, wie man das. Also weil den Ablauf bei staatlichen und privat sind ganz anders. Ist ein Unterschied, aber in einer privaten oder in einer staatlichen? Genau. Klinik. Also ich habe zum Beispiel bei einem privaten Krankenhaus in Philippinen gearbeitet. Und wie sah Ihr Tag da aus? Also was waren Ihre Arbeitsfelder? Also wo ich gearbeitet habe, das ist eigentlich nicht so große Klinik. Also wie sagt man, die hat 50 Betten. Okay. Ja, die sind nicht so klein. Ja, die sind relativ klein im Vergleich zu anderen Krankenhäusern, die 1000 Betten haben. Ja. Staatliche. Ja. Staatliche, ja. Meistens sind es staatliche. Bis zu 1000 Betten. Also 100 plus. Ja. Okay. Also ist ein großer Raum voller Betten. Ja? Genau, und manchmal, ich habe auch bei einem staatlichen Krankenhaus so Erfahrung hatte als in meinem Studium. Okay. Da
machen wir auch Praktikum bei staatlichen Krankenhäusern, deswegen kenne ich, wie das aussieht. Ja. Da. Und manchmal, die sind ganz voll, sie stellen eigentlich Betten im Flur. Okay. Das ist einfach, ja, ist krass. Ja. Aber genau, das sieht es. Aber bei Privaten, wie gesagt, ist eigentlich besser. Aber okay. Das Problem nur, dass man nicht das so leisten kann, weil die sind eigentlich ganz teuer in privaten Krankenhäusern. Also wo ich gearbeitet habe, wie gesagt, ist 50 Betten. Ja. Da bin ich auf eine normale Station zugeteilt mit 20 Betten. Also den Tag beginnt auch mit der Übergabe, wie hier in Deutschland. Machen wir Übergabe im Zimmer und stellen die Patienten nochmal vor. Ja. Also übergibt den Patienten zu dem anderen, zu dem nächsten Dienst. Okay. Und also was? Ich weiß, Sie so sehr. Ach so, ja. Wenn Sie, also Sie haben die Übergabe und genau, ja, genau. Und die Übergabe und wir fahren meistens mit Medikamente vorbereiten. Ja. Und was den großen Unterschied, dass ich gemerkt habe, also hier in Deutschland, also dass die Pflege, also Pflege, Körperpflege ist auch wichtig. Ja, die Grundpflege. Die Grundpflege, genau, okay, genau. Bei uns, weil eigentlich gibt es auch einen Mangel von Krankenschwester, Pflegefachkraft bei uns. Okay. Obwohl in Philippinen gibt es hunderttausend von Krankenschwestern bei uns. Gibt es eigentlich viel zu viel. Aber gibt es noch Mangel in Krankenhäusern? Ja. Weil wir sind da viel zu schlecht bezahlt. Ah, okay. Das will keiner machen. Genau, deswegen betreuen wir trotzdem noch zum Beispiel bei staatlichen Krankenhäusern eine Pflegefachkraft zu 50 Patienten. Eine Pflegefachkraft zu 50 Patienten. Zu 50 Patienten. Genau. Okay. Dann können Sie keine Grundpflege genau, machen. Genau, deswegen können wir keine Grundpflege machen, waschen, so auch Essen reichen, auch bilanzieren und manchmal das überlassen wir, also das lassen wir die Angehörige, also die Angehörige von Patienten spielen eine wichtige Rolle, wenn die Patienten im Krankenhaus sind. Okay. Und bei uns gibt es eigentlich eine Regel, dass man kann nicht in dem Krankenhaus aufgenommen werden, wenn sie kein Angehörige sind. Das ist eine Regel. Das, also ohne Angehörige kein Krankenhausaufenthalt. Genau. Damit diese grundpflegerischen Dinge gemacht werden können. Genau. Und Sie als Fachkraft haben sich auf das Medizinische konzentriert. Genau. Wir konzentrieren meistens auf die als ärztliche Anordnungen, das alles durchzuführen und ja, genau, das ist meistens, was wir machen. Ja? Ja. Das ist ein großer Unterschied zur deutschen. Genau. Weil was ist aus Ihrer Sicht noch anders gewesen? Also die Grundpflege, die es in Philippinen nicht gibt? Manchmal nicht, ja. Und was ist noch anders für Sie gewesen? Sie kamen nach Deutschland, Sie hatten sich informiert und jetzt waren Sie bei Ihrem Arbeitgeber. Und was war für Sie anders und neu? Muss ich nochmal überlegen. Aber zum Beispiel bei uns, wir machen mehr ärztliche Aufgabe, zum Beispiel Flexuren legen oder was noch? Blutentnahme zum Beispiel, Blut geben, das darf man hier in Deutschland nicht. Ja, also ja. Manche Aufgaben machen wir eigentlich in Philippinen, ja. Aber hier darf man das, also manche Sachen, also mehr fällt mir nicht ein, das ist mehr was der große Unterschied, was mir. Aber nicht die Betreuung. Die Betreuungszahl ist nicht so hoch. 1 zu 50 ist hier in Deutschland nicht. Es ist weniger. Das ist also haben Sie das Gefühl, Sie können mehr sich um den Patient kümmern in Deutschland? Genau, das habe ich. Ja? Den Gefühl habe ich auch, dass ich mehr Blick von dem Patienten, also mehr
betreuen kann. Also das Krankheitsbild von, auch von den Patienten kann ich mehr individueller eingehen, ja? Genau, genau, genau. Im Vergleich zu 50 Patienten. Ja. Manchmal vergisst man, wer ist welche Frau. Dafür, ja. Also okay. Hier, also auf der Intensivstation, da betreue ich nur 2 Patienten, manchmal 3. Ja. Da kann ich sehr fokussiert auf den Patienten, welche Bedürfnisse hat er, wie kann ich ihn so am besten versorgen. Okay. Und so.